Wir haben gestern Abend im Koalitionsausschuss die Grundlagen für die Flüchtlingspolitik in der nächsten Zeit gelegt. Es ist eine Vereinbarung gefunden worden, in der sowohl die Aufgaben für den Bund als auch für Kommunen und Länder festgeschrieben wurden. Und es wurde zugleich vereinbart, dass wir für den Ländern und vor allem den Kommunen eine Summe von 3 Milliarden Euro zur Verfügung stellen werden, damit sie ihre Aufgaben erfüllen können. Wir haben zwei große Positionen formuliert. Einmal all diejenigen Flüchtlinge, die ein Recht haben, hier zu bleiben, weil sie einen Asylgrund haben, sollen sehr rasch aus den Erstaufnahmeeinrichtungen in die Kommunen verteilt werden. Und dort soll dann auch mit der Integrationsarbeit begonnen werden. All diejenigen, die keinen Anspruch auf Asyl haben und auch nicht hierbleiben können, sollen bis zur Entscheidung des Asylverfahrens, das sehr beschleunigt werden muss, in der Erstaufnahmeeinrichtung bleiben und dann in ihre Heimatländer zurückgeführt werden. In den Erstaufnahmeeinrichtungen soll in der Regel kein Bargeld gezahlt werden, sondern es sollen Sachleistungen gewährt werden, um so Anreize an Bargeld zu kommen, nicht zum Grund zu machen, Heimatländer zu verlassen. Ein zentrales Thema wird sein, und das wird uns auch in der Fraktion beschäftigen, dass Europa mehr machen muss, um zu einer gerechteren Verteilung von Flüchtlingen zu kommen. Es kann nicht sein, dass einige wenige Länder die ganze Last zu schultern haben und die anderen sich davon machen wollen. Das ist keine gute Werbung für Europa, und deswegen müssen hier die Staatschefs zu einer Lösung kommen, die auch klar macht, dass Europa dies als Gesamtaufgabe sieht. Die Zahl der Flüchtlinge ist die vielleicht größte Herausforderung im Nachkriegsdeutschland und auch im Nachkriegseuropa. Und dieser Aufgabe muss sich Europa gewachsen zeigen. Ich bin sicher, wir werden diese Aufgabe lösen und schaffen können, weil auch die Menschen in unserem Land mitmachen und auch ihren Beitrag leisten wollen. Aber Europa muss jetzt auch zeigen, dass es sich dieser Aufgabe stellt. Man ist geradezu verwundert, mit welcher Akribie in europäischen Institutionen Kleinigkeiten, kleine Fragen behandelt werden, aber dieses große Thema doch zu kurz kommt. Und deswegen wünsche ich mir, als einer, der überzeugt von Europa ist und weiß, dass Europa die große Friedensversicherung für uns alle bedeutet, dass dieses Europa sich nun endlich besinnt und diese Aufgabe ernst nimmt. Danke.